haben zur DM mitgefragt und zur Fortsetzung von die ersten 1000 Tage eines Menschen. Im ersten Teil ging es ja eher so um allgemeine Bedürfnisse des Babys und Ernährung. Und heute sprechen wir mal über Babyhaut und Babypflege. Und dafür sind wir heute bei einem Hebammenkongress und beim Profi schlechthin, nämlich bei Bübchen. Und neben mir auch ein Profi, Franzi. Ja. Jetzt mal so zur Einführung. Was ist denn das Besondere an Babypflege? Das Besondere an Babypflege ist einfach, dass Babyhaut schon ganz besonders ist. Ganz anders als Erwachsenenhaut. Die ist viel, viel dünner und neigt vor allen Dingen zu Trockenheit und Entzündungen. Und darauf muss die Pflege halt besonders eingehen. Was hat sich denn im Vergleich zu früher so an Erkenntnissen getan zu den ersten 1000 Tagen eines Menschen? Also die ersten 1000 Tage sind ja in der Ernährung sehr wichtig, das gilt aber auch für die Babypflege. Gerade im Mutterleib ist das Baby noch optimal geschützt, aber nach der Geburt muss sich die Barrierefunktion der Haut, der Babyhaut, erst allmählich entwickeln. Und dabei braucht sie Unterstützung. Gerade Babyhaut neigt dann deswegen auch zu Trockenheit und zu Irritationen. Und mittlerweile sind auch immer mehr Allergologen und Dermatologen deswegen auch der Ansicht, man sollte von Anfang an pflegen, um der Haut dann einen möglichst guten Start zu geben und von Anfang an bestmöglichen Schutz zu bieten. Gibt es denn da aber für einen Unterschied nochmal zwischen Babys und Kleinkindern? Im Prinzip geht diese 1000-Tage-Reise nach dem Säuglingsalter auch weiter, weil auch Kleinkinder brauchen Pflege, die besonders auf ihre Hautbedürfnisse abgestimmt ist. Also auch besonders sanfte Inhaltsstoffe, nichts Reizendes, zum Beispiel damit die Augen auch nicht tränen. Das ist ja auch besonders wichtig. Dr. Stiem, seit wann gibt es denn eigentlich Babypflege? Babypflege ist eigentlich schon uralt, die hat es schon in der Urzeit gegeben, ob das nun die Ägypter waren oder selbst die Urmenschen, denke ich, werden eine gewisse Babypflege gehabt haben. Einfach um die Kinder vor Mücken zu schützen und so, dann wurden sie halt mit Lehm eingerieben und das ist auch eine Art Babypflege. Okay. Aber die Babypflege, wie man sich heute vorstellt, ist so ungefähr 150 Jahre alt. Da sind halt die ersten Produkte dann Babywundschutzcremes gewesen, also für den Po, für den Windelbereich. Wir haben unsere Produkte seit mehr als 50 Jahren, entwickeln wir unsere Produkte und verkaufen sie. Und unser erstes Produkt war auch ein Babywundschutzcreme und die Milch und die Shampoos dann. Emma und Rosalie fragen, warum oder ist es tatsächlich so, dass Babys besondere Pflege brauchen? Ja, Babys brauchen schon eine besondere Pflege, einfach weil die Haut auch anders ist als bei Erwachsenen. Sie ist fünfmal dünner als die Erwachsenenhaut. Auch das Verhältnis Körpergewicht zur Hautoberfläche ist deutlich anders. Sie ist dreimal höher beim Baby als beim Erwachsenen. Und das beinhaltet, dass wir sehr auf Konzentration achten müssen in der Rezeptur. Aber auch die Art der Rohstoffe, die wir verwenden, müssen besonders sein. Also wir verwenden sehr gerne Kamille und Calendula als entzündungshemmende Stoffe, die eben sehr gut für Babys auch geeignet sind. Und noch eine Frage, die uns erreicht hat, war, wie entsteht denn eigentlich bei Kindern oder auch bei Säuglingen die Neurodermitis? Die Neurodermitis ist zum Großteil genetisch bedingt. Das heißt also, wenn der Vater oder die Mutter einen Heuschnupfen, Asthma oder auch selbst Neurodermitis hatte, dass dann das Baby auch ein hohes Risiko hat, eine Neurodermitis auszubilden. Mhm. Eine Neurodermitis zeigt sich insbesondere dadurch, dass die Babys eben eine sehr trockene Haut haben. Und was kann man jetzt also auch an Pflegeprodukten dagegen tun? Also eine Pflege von Anfang an ist da sehr wichtig. Studien zeigen auch, wenn eine Pflege von Anfang an geschieht, dass dann das Risiko, eine Neurodermitis auszubilden, um ca. 50% gesenkt wird. Ja, und daran zeigt sich ja auch, wie wichtig generell die Pflege innerhalb der ersten 1000 Tage ist. Marita, wie sieht es denn aus mit der Qualität bei Bübchen? Die Qualität ist für uns ganz wichtig. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, die Rohstoffe unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Wir zertifizieren unsere Lieferanten
Und nicht nur die Rohstoffe werden bei uns streng kontrolliert, sondern auch die Fertigwaren, die unterliegen strengen Stabilitäts- und Qualitätskontrollen, damit wir garantieren können, dass nur sichere Produkte in den Handel gelangen. Was habt ihr für Inhaltsstoffe und wofür sind die jeweils gut? Ja, wir schauen da in der Natur. Die Natur bietet uns da ganz viel. Unter anderem kann man da sagen, das Sonnenblumenöl, was für die Schutzfunktion der Haut sehr wichtig ist, oder ein Kamilleextrakt, der reizlindernd wirkt, oder zum Beispiel eine Skibutter, die ein ganz tolles Hautgefühl macht. Und die Pusteblume hat uns gefragt, warum gibt es denn eigentlich jetzt so viele Pflegeprodukte? Ja, es gibt viele unterschiedliche Pflegebedürfnisse. Und dafür haben wir auch unterschiedliche Produkte. Das heißt zum Beispiel Produkte zum Reinigen, milde Tenside setzen wir da zum Beispiel ein. Und dann gibt es Produkte nach dem Bad, da muss man wieder die Feuchtigkeit und den Fetthaushalt regenerieren. Und dafür haben wir dann Pflegeprodukte. Jana, du bist Hebamme und Bloggerin. Das ist ja erstmal irgendwie eine ungewöhnliche Kombi. Ich bin Hebamme seit 16 Jahren und habe irgendwann bei den Hausbesuchen festgestellt, dass die Frauen ja unglaublich viel im Netz lesen. Und die haben mir dann auch immer unglaublich viele Fragen gestellt dazu. Und ich habe immer gesagt, lest nicht im Internet. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, da habe ich keine Chance. Ich versuche es jetzt mal besser zu machen. Ja. Und dann habe ich angefangen zu bloggen. Wie ist es damit? Bist du damit einverstanden, dass angeblich Wasser und Olivenöl für Babyhaut reicht? Zum Waschen ist Wasser super. Wenn das Kind wund ist, dann sollte man schon eine Wundschutzcreme benutzen. Sollte man denn jetzt nach dem Windeln wechseln jedes Mal neu eincremen? Also beim Windeln wechseln macht man ja auch dann das Kind sauber. Dadurch geht dann die Creme auch ab und dann muss man natürlich neue nehmen. Wie ist denn das überhaupt mit einem wunden Popo? Worüber freut sich so ein Kinderpo? Es braucht halt Feuchtigkeit und vor allen Dingen eine Hülle, also eine Fettschicht. Und was die Haut beruhigt, also vielleicht Calendula oder Kamille. Mhm. Und irgendeine Art Fett. Da gibt es ja unterschiedliche Pflegeprodukte. Das muss man dann mit den Familien besprechen, auch schauen, ob es irgendwelche Allergien gibt in der Familie und je nachdem dann beraten, was sie dann benutzen. Milchschorf ist ja auch so ein Thema bei Babys. Mhm. Was genau ist das und was hilft denn da? Also Milchschorf ist ein Vorgänger der Neurodermitis-Erkrankung und da bildet sich so eine feste Hautschuppenplatte auf dem Kopf. Das ist so ein bisschen wie wenn die Milch im Topf angebrannt ist. Ja. Und da hilft ganz gut Nachtkerzenöl. Man sollte aber bei Milchschorf auf jeden Fall einen Kinderarzt auch zu Rate ziehen. Ganz allgemein, wo liegen denn da die Unterschiede zwischen Kinder- und Erwachsenenpflege? Also im Prinzip hat die Babyhaut ja viel höhere Bedürfnisse als Erwachsenenhaut und dementsprechend kann man eigentlich die Babypflege so lange nutzen, wie man möchte. Also was für Babyhaut gut ist und für die besonderen Bedürfnisse, das kann eigentlich für die Erwachsenenhaut und eigentlich für die ganze Familie nicht schlecht sein. Auch Hebammen müssen mal ein kleines Päuschen machen, denn hier geht es gleich weiter mit dem Wissenschaftspreis für Hebammen. Im Übrigen, wenn ihr unsere andere Folge von den ersten 1000 Tagen eines Menschen noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich hier bei YouTube nachholen. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Macht's gut, bis bald. Tschüss.